Moment, ich muss das jetzt noch mal ganz kurz klarstellen, weil das wirkt sonst wieder, als wäre ich ein böser Sexist. Leg mal los, Robin, los. Was ist heute? Weltkrebstag. Weltkrebstag. Mhm. Der Welt kriegt die ganze Krebswelt. Nee, warte, was? Die ganze Welt kriegt Krebs. Ja, so ist es. Weil beim Frauentag feiern wir ja auch, dass es Frauen gibt und beim Krebstag. Aber das ist ein Krebs. Ja, Leute, es gibt Krebs. Das ist cool, weil da wissen wir dann, das Leben etwas zu schätzen. Der Tod ist wichtig im Leben. Und wenn man Frauentag feiert, wissen wir auch zu schätzen, dass es Männer gibt. Gottes Wege sind ja unergründlich, ne? Und auch der Krebs ist ein wichtiger Teil des Lebens. Und des Todes und ohne das ist wirklich, das ist reingeschrieben in den Algorithmus. Der Krebs gehört zum Leben dazu. Muss man sagen. Deswegen alles Gute, lieber Krebs. Und auf dass du uns noch viel Freude bescherst. Mhm. Oder auch nicht. Aber das Problem ist, Weltkrebstag war ja gestern. Wir sind ja immer so ein Tag Delay. Ach stimmt, ja. Ah, ja, oh, wir sind so dumm. Dann ist heute was anderes. Vielleicht ist heute für euch Welttag des Küchenschrankes. Oder? Na, wir gucken einfach mal, oder? Was ist denn morgen Tag des... Morgen ist Tag des... Des Hurensohns vielleicht, oder Tag des... Es gibt ja für alles irgendeinen Tag, ne? Tag der... 5. Februar, Tag des. So. Der 5. Februar ist ein Sonntag. Das ist ein Sonntag. Hast du gepupst? Tag in Deutschland. Der Pupstag. Hast du gepupst? Tag in Deutschland. 5. Februar 2013. Okay, das kann nicht sein, der Tag oder? Der Flatulenzen. Gut, der Wahnsinn. Also, liebe Leute, ihr hört es, wir sind zurück, wir sind Brennpunkt Internet. Von der Datenautobahn kommen wir daher geradelt. Und es ist total toll, denn das Internet ist Neuland für euch alle. Aber wir haben eine gewisse Expertise. Wir halten die Fahne hoch, wir halten die Ampel in Stand und wir sagen euch, wo es lang geht. Es ist der Wahnsinn. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr uns noch gediegen geblieben seid. Auch wenn Tino das letzte Mal vor 2 Wochen so ganz komisch gesprochen hat. Das stimmt. Meine Stimme war sehr tief und ich war etwas angeschlagen und habe so ein bisschen trollig auch gesprochen. Ja? Hm. Ich war so den Internet-Troll-Virus habe ich schon angefangen. Trollig, aber auch ein bisschen drollig mit D. Das stimmt. Schon ein bisschen süßer. Aber jetzt bin ich wieder völlig fit und ich kann wieder ganz normal reden und habe diesen Trollvirus aus mir raus gepupst. Ja, Hammer. Es ist der Hammer. Du hast eben gesagt, die Woche wäre nicht so viel passiert, aber ich becke da to differ. Es gab nämlich mindestens 3 richtig große Sachen. Vielleicht hast du von einem gehört, aber wahrscheinlich von allen nicht. Deswegen war für mich wieder so eine Woche, auf der ich auf Hochkonjunktur war. Ich habe viel gearbeitet und so und gefeiert und war jetzt nicht so in den News vertreten. Da habe ich so ein bisschen mehr geschaut, was ich gesammelt habe. Es ist von meiner Seite aus nicht so krass viel, nichts Krasses. Aber ich bin ja auch froh über den Input durch dich und dass ich neue Sachen kennenlerne. Da wird dir aber die Buchse wegfliegen, wenn du erfährst, was diese Woche los war. Aber du hast gefeiert diese Woche, hast du gesagt. Hast du deine Diagnose gefeiert? Ach so, nee, das nicht. Also ich hatte diesen ganz tollen RS-Virus, den eigentlich nur Kinder bekommen und alte Männer oder alte Menschen kriegen. Tja, überleg mal. Und junge Menschen wie du und ich, ja, die in den besten Jahren sind, in ihren 40ern, eigentlich merken die diesen Virus gar nicht. Mhm. Und ich schon, weil mein Immunsystem richtig down ist. Deswegen nehme ich jeden Virus mit und hat Spaß gemacht. Das ist aber auch schön, dass du so ein Viren-Bacillo-Cocktail bist und dich dann hier jeden Samstag auf mein Sofa setzt. Und ich war gestern, ich finde das schön. Und ich war gestern richtig feiern, seit langer Zeit mal wieder, und es war unangenehm, weil ich war der weitaus Älteste dort. Mhm. Zu meiner Erklärung, ich war nur Begleitung, ja. Mein Freund ist ja 21 und er wurde eingeladen von... Vielleicht für ein paar Zuhörer, die vielleicht nicht wissen, du bist nicht wirklich in den 40ern. Nein, ich bin 29 geworden. Und zur Erklärung, von Mio, eine Arbeitskollegin hatte Geburtstag und die ist, glaube ich, 20 geworden oder 19, ich weiß gar nicht. Und die Party bestand aus 17- bis 20-Jährigen eigentlich nur. Außer ich war 29 und noch eine andere Kollegin, die 26 war. Sonst waren echt alle 17 bis 20. Und ich bin an dem Abend 5-mal gefragt worden, wie alt ich eigentlich bin. Und immer war die Reaktion so höflich, ach, nur aus Interesse. Oder halt so, boah, krass, hätte ich nicht gedacht. Und viele meinten, dass ich halt irgendwie auch wirke wie Anfang 20. Und aber warum fragen die dich dann, wie alt du bist? Naja, weil sie schon auch wussten, dass ich halt etwas älter bin als die anderen. Die wollten ja wissen, wie alt ich bin. Du hättest nur deinen Bart abrasieren müssen, Tino, da. Uiuiui. Und die waren echt alle super freundlich und es war richtig auch spannend und lustig. Auch die Musik war krass. Also es gab eine offene Playlist und Mio meinte noch zu mir, mach bitte keine Boomer-Musik rein. Und ich war ganz cool, weißt du, mach coole Musik rein. Was läuft trotzdem ohne mein Zutun? Modern Talking ist gelaufen, die Prinzen.
Und ich dachte, komm, das kam jetzt nicht durch mich. Was ist denn das? Ich dachte, bei so Zoomer-Partys werden immer nur so 10 Sekunden TikTok-Musikausschnitte im Loop gespielt oder so. Nee, also es war eine Mischung aus aggressivem Hip-Hop, aber auch Metal-Musik, aber eben auch so 80er, 90er, 70er-Musik teilweise. Und da habe ich mich wohl gefühlt und ja, alle Bierpong gespielt, ist das halt daneben, so als Nicht-Trinker, ne? Und dachte im ersten Moment, okay, ich bin echt alt geworden, bis mir einfiel, nee, ich war auch mit 20 schon so langweilig auf Partys, da habe ich auch noch rumgesessen und mit meinem Handy gespielt oder mich mit jemandem unterhalten. Ich war noch nie im Mittelpunkt einer Party. Und es war für mich vor allem spannend zu sehen, bei meinem hohen Alter hat man ja selten die Gelegenheit, mit 19-jährigen Leuten zu feiern und zu gucken, was bei denen so passiert im Leben, ne? Mhm. Und es war schon spannend, dazu zu hören, was die so für Probleme haben. Und es sind die gleichen wie bei uns. Meine Federmappe ist voll, da passt der Füller nicht mehr rein. Nee, aber lauter so Schulgeschichten. Ja, oh, letztens hat hier XY irgendwie, ihr wurde von der Mutter erzählt, dass man vom Laufen schwanger wird. Sie hat es aber falsch verstanden von ihrer Mutter und seitdem ist sie nur noch gehüpft für eine Woche. Auf dem Laufsteg wird man schwanger. Auf dem Laufsteg wahrscheinlich. Ich glaube, das war eine kleine Verwechslung. Aber okay. Tag der offenen Tür. Ja, wieder zu, tschüss, besser ist. Nee, also irgendwie gab es ein Aufklärungsgespräch von Mädchen und die hat verstanden, durch Laufen wird man schwanger. Mit 19 hat sie das Aufklärungsgespräch gehabt. Irgendwie so, nee, es war wahrscheinlich eine ältere Geschichte, so, aber die meinte so, ja, die ist ja eh ein bisschen doof, ihr wurde mit 13, hat sie das falsch verstanden, dass man vom Laufen schwanger werden würde. Da ist eine Woche nur noch gehüpft. Und solche Geschichten halt, die haben mich verarscht, du warst da auf so einer Special-Needs-Veranstaltung. Kann sein, aber es war echt spannend. Und dann als fragt man sich, was ich das so beruflich mache, ich meine, ja, so Schauspiel und Sexualpädagogik. Und meistens ist dann die Antwort, wow, krass, Schauspieler. Mhm. Da war es eher, wow, krass, Sexualpädagoge, was macht man denn da alles so? Okay. Und zwar war mal frisch, die Seite mehr zu erzählen als die andere Seite. Fragen die, dann machst du das, was dieser Harry Styles macht. Ist der nicht, war das nicht der, der jetzt Schauspiel-Quereinsteiger macht? Ach so, ja, der ist alle sagen, oh, der ist eigentlich echt scheiße, der wird halt weiß ich nicht, ob der Schauspieler. Das ist wie, wenn Julian Bam ein fucking Synchronsprecher sein soll. Mhm. Wenn der Harry Styles in irgendwelchen Filmen gecastet wird. Ich habe ihn noch nicht spielen sehen, Harry Styles. Ich weiß nur, dass er unglaublich hübsch ist. Vielleicht verwechsel ich den auch mit so einem anderen Typen. Ja, doch, der ist von One Direction, der kann echt gut singen und so, ist auch voll sympathisch. Aber ich weiß nicht, wie er als Schauspieler ist. Hm. Ich weiß, dass er in vielen Filmen mitspielt und so und auch einen schwulen Kopf gespielt hat und so. Habe ich noch nicht gesehen. Aber er ist unglaublich heiß und das lohnt sich schon, ihn anzugucken. Ihn zu objektifizieren, Tino. Ja, doch, tue ich. Schwierig. Da sind wir ja mitten im Thema. Ich würde sagen, wir kommen einfach mal zu den... Die News der Woche. Oh, war das ein geiler Jingle, den ich jetzt endlich mal wieder abgespielt habe. Denn wir haben hier etwas wieder Struktur. Wir haben keinen Imp mehr hier sitzen, der Tohuwabohu macht. Wir haben dich hier sitzen und da kann man auf jeden Fall auch mal ein paar Einspieler wieder verwenden. Der Wahnsinn. Also, du hast gerade hier richtig schön rein objektifiziert. Da sind wir doch richtig dick im Thema. Beschneidung. Nee, Beschneidung, das, du darfst dich nicht einfach meine Notizen angucken. Das ist für mich eine Gedankenstütze gewesen. Ah ja. Willst du erstmal über Beschneidung reden? Voll gerne, was? Ist mein das Thema. Das ist auch dein Thema, denn ja. Das ist wie Episode 9 von Star Wars, da steht am Anfang so in diesem Text, der so immer runterscrollt bei Star Wars, ja, ja. Somehow Palpatine returned, ja? Mhm. Also der Oberbösewicht ist irgendwie wieder zurückgekommen und genauso verhält es sich jetzt mit Donald Trump. Da sind wir direkt. Ich wollte es nicht, aber Tino hat Beschneidung gelesen. Ich wollte nicht mit Trump hier einsteigen im USA-Segment. Lies es mal genauso vor wie so eine Star Wars-Episode. Ja, somehow Trump returned. Trump declares that he will end the transgender madness and pass a law that makes it illegal to be anything other than the sex you were born with. So, cool. Das ist also jetzt auf jeden Fall so seine Nummer 1 Agenda, mit der er wiedergewählt werden will. Ich weiß nicht, ob die so viel Zukunft hat. Ist natürlich in Amerika wahrscheinlich ein bisschen besser als hier. Aber das ist so ein großes Thema diese ganze Woche. Mhm. Das ist dieses Trans-Ding, da kommen wir gleich noch zu. Das wird sich hier so ein bisschen durch den Podcast schlingeln. Das Trans-Thema? Ja, das transzendentes Thema durch den Podcast. Das ist doch hier Skorpion und so, Sternzeichen, der Transzendent. Das ist doch dann irgendwie die eierlegende Wollmilchsau irgendwie, wenn du um 19 Uhr geboren worden bist. Ja. Gut, also mir geht's nur darum, dass in Amerika ist ja immer dieses Thema, ja, die lassen jetzt hier kleine Kinder ihren Body mutilaten, ja, wenn man sich halt umoperieren lässt, was ja mit Kindern, soweit ich weiß, nicht passiert, sondern maximal ja erstmal mit irgendwelchen Medikamenten bzw. Hormonen.
Aber und das war nämlich meine Gedankenstütze, dass in einem Land, wo es ganz normal ist, dem kleinen Kind den Penis zu beschneiden. Ja, das stimmt. Und das ist so ein bisschen komisch, muss ich sagen. Die USA haben heuchlerische Werte und Doppelmoral, was? USA? Nein. Aber Tino, du musst jetzt hier wirklich mal ein Statement abgeben, weil wir sind uns ja alle sicher, dass es nur zwei Geschlechter gibt, nämlich männlich und politisch. Genau. Ja, genau so ist es. Weil alles, was nicht männlich ist, da will immer irgendjemand seine politische Agenda in uns reinstopfen. Ja, es ist halt kompliziert. Ne? Klar kann man irgendwie sagen, es gibt irgendwie biologisch Mann, Frau zur Fortpflanzung. Aber selbst das ist ja auch ohne die Gender-Theorie ja schon falsch. Denn es gibt ja auch intersexuelle Menschen, die so dazwischen sind oder die auch gar keine, es kommt selten vor, aber wo man das gar nicht zuordnen kann so richtig. Schon da fängt sie an. Also kann es ja mindestens 3, 4 geben. Und es ist ja auch nur ein, also Geschlecht hat ja inzwischen, sagt man, verschiedene Schichten. Das eine ist das biologische, Pimmel oder nicht Pimmel, oder halt was dazwischen. Dann gibt es aber auch noch das soziale Geschlecht. Ich finde schön, dass du Frau als Nicht-Mann definierst. Pimmel nee, oder Nicht-Pimmel. Nee, ob halt Fronthole oder Schwengel so. Oder eben auch das soziale Geschlecht, der Ausdruck, sexuelle Orientierung. Und das kann man sich so langhangeln. Das ist wie so eine Schablone, weißt du, kennst du diese verschiedenscheibigen Schablonen, wo du so angeben kannst, so 1, 2, 3 und da kannst du so verschiedene Zahlen einstellen. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber ich kenne das von den Escape Games, wenn du so Schablonen hast, wo du so drehen musst. Da kannst du machen, okay, oberste Schicht, Penis, zweite Schicht, Ausdruck weiblich, trägt ein Kleid, hat lange Haare und so und dann sexuelle Orientierung, ist vielleicht bisexuell, also was dazwischen. Und deswegen ist das Geschlecht sehr vielschichtig. Das freut mich sehr für das Geschlecht. Ich handhabe es eher so wie der deutsche Trump, nämlich Gronkh, dass ich sage, ist mir eher egal, macht nur. Soll ja auch so sein. Macht nur, aber ist mir eher egal. Wir sind nämlich hier direkt beim nächsten Thema, denn dieses ganze Transgender-Ding ist auch ein ganz großer, feuriger Strahl, der sich durch die Diskussion von dem neuen Harry-Potter-Spiel zieht. Und ja, da hat der gute Gronkh nämlich einen kleinen Shitstorm gehabt. Weil ein Turf, oder? Naja, er hat halt einfach gesagt, kann mir diese Frau einfach egal sein? Ist das okay, wenn mir die Rowling einfach egal ist? So. Ach so. Und das wurde aus dem Kontext eines Streams gerissen, halt ein Stream, der irgendwie immer 4 Stunden lang ist, davon 30 Sekunden, das auf Twitter gepostet und dann alle, ach du Scheiße, wie kann der nur... Ach, dass ihm Frauen egal sind, allgemein, oder was? Es wurde dann halt so gedreht, als wäre ihm das alles egal, als wäre ihm Transgender egal, wo ich sage jetzt... Finde ich auch okay, wenn ihm das egal ist, solange er halt nicht sagt, das gibt's nicht oder das naja, das braucht halt einen respektvollen Umgang. Ne? Du kannst natürlich sagen, dich interessieren so Gender-Theorien nicht und wer was ist. Ja, aber solange du halt irgendwie akzeptierst, dass eine Person das nicht männlich sein will, sondern weiblich sein will, also dass du das richtige Pronomen benutzt und das akzeptierst, ist ja alles okay. Du musst ja nicht irgendwie jetzt die Genderbread Person auswendig lernen, sexualpädagogische Referenz. Ja, es gibt diese Genderbread-Theorie. Brot. Genau, also Lebkuchen-Person-Theorie, sozusagen. Ach so, nicht Gingerbread, sondern Genderbread. Genderbread, genau. Ich dachte so wie gebrütet, also Bread, so weißt du. Ach so, nee. Das, was ich gesagt habe, ist halt das Geschlecht verschiedene Schichten hat, so mit Hirn und Herz und Geschlecht und Geschlechtsteile. Ja, auf jeden Fall. Auf Twitter wurde das heiß diskutiert, der Gronkh, wie kann er nur? Und in demselben Stream hat er gesagt, dass er das neue Spiel, was halt rauskommt, wo ich noch nicht so in der Debatte war, als ich mir das als Donation Goal gesetzt habe, dass er das streamen möchte, aber Einnahmen, die in dem Stream kommen, möchte er wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, aber halt einer wohltätigen Organisation spenden. So. Er freut sich halt sehr lange auf dieses Spiel, so wie viele, viele andere Harry Potter Spiele auch. Und J.K. Rowling hat mit dem Spiel überhaupt gar nichts zu tun. Naja, sie profitiert halt daran. Genau, nicht direkt, genau. Wie viel genau, weiß ich jetzt auch nicht. Wo ich aus meiner individuellen Sicht jetzt auch sagen muss, die ist halt Milliardärin. Wenn ich da jetzt meine 60 Euro reinspende, ja, weiß ich nicht, ob sie davon jetzt so viel größeren Schaden anrichtet. Aber klar ist es wieder so ein, wenn das alle machen würden und so. Ne? Es ist mir alles klar, bewusst. Klar, eine Haltungsfrage einfach. Ich hätte für mich kein Problem, dieses Spiel einfach nicht zu kaufen, nicht zu spielen. 60 Euro gespart. Für mich ist halt der Konflikt, dass ich da noch nicht so drin war. Und ich hatte das am Anfang so mitbekommen, wie, das ist gut, dass es dieses Spiel gibt, weil sie eben nichts damit zu tun hat. So, das war halt bei mir drin. Und dann hatte ich das so als Donation Goal. Und das wurde halt voll gemacht und jetzt fühle ich mich natürlich auch in einer gewissen Weise verpflichtet. Mein Chat ist auch eher so jetzt beim ersten Reinfragen gewesen, ja, ist mir scheißegal, soll halt, whatever so.
Und ich werde wahrscheinlich das jetzt einfach streamen und dann irgendwie auch irgendwie einen Disclaimer oben in die Ecke machen oder so. So fuck J.K. Rowling oder ja, so. Ja, J.K. Rowling kann, haltet euren Maul, J.K. Mhm. Rowling. Alle Frauen, die J.K. Rowling halten, haltet euren Maul. Rowling in sowas. Ja, ich bin ja auch Potter-Fan so. Ich bin jetzt nicht übelster Nerd, aber ich mag die Filme sehr gerne und schaue die auch jedes Jahr so um die Weihnachtszeit. Und werde auch das Spiel spielen, weil ich das eben auch so betrachte, dass die Person, dass J.K. Rowling ja sowieso Multimilliardärin ist und das macht jetzt auch den Braten nicht fett. Und das Spiel an sich ist ja auch relativ progressiv, also du kannst ja auch irgendwie dein Geschlecht irgendwie einstellen und das auch irgendwie mischen. Also egal, ob du jetzt irgendwie sagst, also habe ich jetzt gelesen, du kannst einen weiblichen Charakter aussuchen, der weiblich erscheint, trotzdem kannst du dich aber als Wizard quasi einstufen und nicht, ja, und nicht als Witch. Okay. So, dass du das eben so switchen kannst ein bisschen. Trotzdem das ist jetzt halt, aber ich muss ja kurz sagen, das gibt es auch bei vielen Spielen mittlerweile. Und ja, aber dennoch, also trotzdem kann man ja sagen, dass die Harry Potter-Reihe vielleicht von einer Person erfunden worden ist, die sehr türfig ist, ja, die jetzt Transmenschen nicht akzeptiert, aber das Franchise an sich ist schon recht progressiv und auch die Fans von Harry Potter sind ja auch sehr progressiv und sehr aufgeschlossen und so weiter. Und es gibt erschreckend, also nicht erschreckend, aber schon beobachtbar viele Trans-Personen, die Harry Potter einfach feiern und es eben auch für sich irgendwie so disclaimen, von wegen, fuck Rowling, aber ich liebe einfach diese Geschichten rundherum und wir machen das so ein bisschen uns zu eigen, diese Geschichte. Ja, das ist ja noch mehr, ne? Also erstens, das Spiel umrankt auch noch ein bisschen andere Sachen, so, dass es da Probleme gab mit dem Chefentwickler und so. Also das ist nicht das Einzige. Und das Nächste ist so Debatten wie die Gringotts-Kobolde sehen aus wie Juden und so. Das ist für mich besonders schwierig, muss ich sagen. Mhm. Und ich kenne auch die Argumente. Und dass das aussieht, oder kann man so sehen, dass das aussieht wie so Karikaturen aus NS-Zeit. Aber dann muss ich mir auch denken, wenn ich das einfach als Kind geguckt habe, da habe ich doch einfach gedacht, okay, cool, das sind Kobolde. Da gibt es ja für mich gar keine Assoziation mit Judentum. So. Naja, nee, aber es gibt da irgendwie in der Gringotts Bank ist wohl irgendwo ein Stern auf dem Boden zu sehen oder sowas und das kann man da alles in Verbindung bringen. Und wie gesagt, das sah aus wie Karikaturen, aber da denke ich mir ja doch, ich finde es fast schlimmer, das so auf Krampf zu suchen, weißt du, diese Überschneidung. Guck mal, das ist doch ein Jude. Da bist du für mich eher der Judenfeind als jemand, der das halt sieht und sich denkt, okay, das ist halt dieses Wesen in dieser Welt. Aber das macht jetzt nicht, dieses Wesen macht nicht, dass ich Juden blöd finde. In der bin ich auch ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß es nicht genau, ob das so initiiert war von der Produktion, weil ja Kobolde an sich ja schon immer in alten Darstellungen irgendwie große Nasen hatten und Ohren und keine Ahnung und geldgierig sind und so weiter. Das ist ja erstmal das Wesen des Kobolds, ja. Aber ich verstehe auch diese Assoziationen zum Judentum. Da gibt es ja auch diese Karikaturen, dass die ja alle so große Nasen hätten und keine Ahnung, wo so Klischees. Ja, aber guck mal, was ist denn mit diesem irischen Kobold, der irgendwie ein ja, der ist nett, ne? Ist der irische Kobold auch auf Juden zurückzuführen? Ich kenne mich da nicht das genug ein aus. Das ist Homeboy, der am Regenbogenende einen Sack Gold hat oder sowas. Voll gay. Ja, und ich weiß auch nicht, ob das so angedacht war. Man kann es auch überinterpretiert haben, das kann schon sein. Aber es wäre auch nicht ganz abwegig, dass das irgendwie so gemacht worden ist. Ja, aber für mich ist ja auch der Intent irgendwie wichtig, ja, klar. Wenn sie das mit Absicht so gemacht hat, nicht cool. Aber wenn das halt, also wenn es nicht heißt, guck mal, wenn es nicht schwarz-weiß heißt, guck mal, die sind wie Juden oder so, dann gibt es für mich die Assoziation ja gar nicht, diese zusammen. Also, ich weiß, das ist auch ein schwieriges Argument und wir sind auch schon wieder viel zu ernst, aber es ist natürlich ein spannendes Thema. Es ist, jetzt mal angenommen, wir leben in 2000 Jahren noch, dann ist das mit Hitler auch eine Weile her. Wenn dann, also ab irgendeinem Punkt muss es doch auch okay sein, irgendeine Figur darzustellen, die eine krumme Nase hat und vielleicht Geld gut findet, ohne dass das was mit Juden zu tun hat. Mhm. Was ja nicht was mit Nationalsozialismus zu tun hat, erstmal prinzipiell. Ja, natürlich, das ist auch älter und so, aber ich meine ja nur, so. Ich glaube nur, dass es halt die NS-Zeit macht dieses Thema besonders schwierig. Wahrscheinlich. So. Ich glaube, da sind so ein, zwei Sachen vorgefallen, die das ein bisschen kompliziert machen. Ja, du kannst halt mit solchen Initiativen, wie sagt man, wenn du so eine Intention hast, kannst du das ja auch so ein bisschen steuern. Ne? Du kannst eben auch sagen, du schürst absichtlich so ein bisschen Hass und so ein bisschen Zwiespalt in so eine negative Person wie die Kobolde bei Harry Potter und weißt halt, okay. Aber ich habe die halt auch gar nicht als negativ wahrgenommen, das ist halt das Ding. Ja, schon, also wenn du die Filme alle gesehen hast, dann sind die ja schon sehr hinterlistig, diese Bank-Kobolde da. Ja, ich glaube, die hinteren Filme habe ich nicht so präsent, aber in den ersten Filmen,
Also die kamen, natürlich sehen die nicht freundlich aus, aber die kamen ja jetzt nicht wie Antagonisten oder so. Ja, aber ohne zu spoilern, es gibt eben diesen einen Kobold aus der Bank, der eben erst vorgibt, Harry und seinen Freunden zu helfen, sie aber dann doch irgendwie verrät, so halb, ne? Okay. Und das ist halt schon so ein bisschen, ja, der Geiz hat ihn dazu gebracht, eben die drei zu verraten. Das kann man kann es schon auf Krampf irgendwie so interpretieren, aber ich bezweifle auch ein bisschen zumindest, dass es die Intuition, die Intention, weil jetzt habe ich es, Intention war. Ja. Ja. So, Hulk Hogan paralysiert von der Waist down. Was da passiert? Du bist doch Ich habe es auch gelesen, aber ist es denn so krass bei ihm? Ich dachte, ich weiß nicht, ob das echt so langfristig war, der Schaden. Naja, die haben eine Operation an Hulk Hogan. Das war jetzt ein super Hardcut. Leute, tut mir leid, aber ich musste euch ein bisschen rausholen, weil wir gehen auch gleich in eine ähnliche Thematik schon wieder rein. Hulk Hogan wurde operiert und das gibt es wohl öfter, dass da diese Sache von schief geht. Und jetzt läuft er halt nicht mehr so. Es ist halt, dieser halt fast 70-jähriger Held. Es ist halt so eine Art Wrestling-Verletzung, dass du. Es gibt ja diesen Move, der heißt Leg Drop, den kennst du ja auch, wenn du dich irgendwie auf deinen Arsch fallen lässt und mit deinen Beinen auf den Oberkörper des Gegners drauf springst. Ja. Und es gibt auch Matt Hardy, der das ganz oft vom obersten Ringseil gemacht hat so, und ist eben auch geschrumpft dadurch, weil er halt sein... Wenn er es noch 20 Mal macht, dann sieht er aus wie ein Jude. Genau, ja, okay. Schrumpft. Weil er halt sein... Wie heißt es denn hier hinten? Die Wirbelsäule zusammenstaucht dadurch, ne? Ja. Und hast immer noch Hüftprobleme und so. Das haben ganz viele, auch Undertaker hat Hüftprobleme bekommen durch diesen Leg Drop und so. Das ist halt eine Wrestler-Verletzung. Er hat es operieren lassen und ist wohl offensichtlich jetzt paralysiert. Wenn ich meine Hose runterlasse, gibt es auch einen Leg Drop. Geil. Third Leg Drop. Ja, Tino, wollen wir mal zurück zu unserem Hauptthema heute kommen? Hulk Hogan. Genau. Nein, also. What you gonna do when Hulkamania's running wild? Es gibt diese Woche zwei Fälle von Review-Bombing. Kennst du Review-Bombing? Review-Bombing. Das ist nicht das, was Russland und Ukraine machen. Also Review ist ja, wenn du etwas quasi so beurteilst und sagst irgendwie, ja, ich habe einen Staubsauger gekauft und so ist der. Ja. Und Bombing ist ja, wenn du irgendwo reincrasht und das irgendwie trollst. Haha, Fotobomb. Aber ich kann es gar nicht verbinden miteinander. Stell dir vor, du gehst irgendwo einen Döner essen. Einen veganen Döner? Von mir aus einen veganen Döner. Okay, stell ich mir so vor. Und du isst diesen Döner und er ist rundherum eigentlich ein geiles Erlebnis. Ja? Ja. Aber dann hast du unten drin so ein Körnchen von Käse in deinem veganen Burger. Döner sind wir. Ja. Und dann gehst du auf Google und gibst 1 von 10 Sternen wegen diesem kleinen Stück Käse da drin. Ah. Kannst du dir das vorstellen? Also wenn du aus Versehen mehr bekommen hast, als du wolltest. Nee, wenn halt eine winzige Sache dir auf den Sack geht und das reicht für dich aus, zu sagen, okay, das ist jetzt eine 0 von 10, das ist absolute Scheiße. Ich gehe jetzt auf IMDb, ich gehe auf Metacritic und gebe bei den Bewertungen 1 Stern von möglichen 10. Ah, okay. Es gibt für dich halt so nur schwarz-weiß, nur 0 oder 10 Sterne und alles andere gibt es halt nicht. So ungefähr, genau. Und das ist halt dann gesamt, also nicht du alleine, sondern viele Leute machen das und das ist dann Review-Bombing. Ach und so. Das gab es bei einer kleineren Sache für mich persönlich und das ist Dead Space. Ja. Kennst du? Habe ich einen Film gesehen dazu. Echt? Es gibt einen Dead Space Anime oder so. Ach so, ja, den habe ich gesehen. Der war furchtbar eklig, hat mir nicht gefallen. Aber ursprünglich ein Spiel, was auch sehr gut bewertet war damals, 2008. Und jetzt gibt es ein Remake davon, was fast 1:1 das gleiche Spiel ist, ein bisschen erweitert und so und minimal verändert. Und jetzt kommt's, Tino. Im Ursprungsspiel gab es Toiletten für Männer und Frauen. Und jetzt gibt es einfach nur eine Unisex-Toilette. Und musst du aufs Klo gehen? Das ist ja eine Schweine. Nein, musst du nicht. Das ist halt einfach Teil der Umgebung, auf der Ishimura so oder umläufst. Okay. Und jetzt gibt es da einfach Unisex-Toiletten. Das gibt es an vielen Orten schon ist immer. Ist das frech? 0 von 10 Sterne. Ja. Das ist halt wirklich so. Das ist ein bisschen so wie bei der AfD, weißt du, die macht immer so Postings von wegen, das Gender-Thema wird viel zu oft thematisiert und so weiter und es reicht auch mal. Dabei ist nachweislich die Partei, die dieses Thema am meisten im Bundestag beantragen. Mit Abstand. Ja, das ist und die so, sagen, du bist eine Snowflake, haben die verletzten Gefühle von allen. Genau, das ist immer so. Oder wenn du homophob bist, bist du halt selber nicht sicher mit deiner Sexualität so. Und so ist es offenbar hier auch.
Meine Fresse, Alter. Ich weiß nicht. Das ist halt, ey, merkt ihr auch gleich das Stichwort homophob. Du wirst sehen. Also was diese wird meine Woche, Folge heute? Diese Folge Nein. wird deine Folge. 191 statt 110. Das Geil, ist Alter. Es. Und Dead Space, ich habe, glaube ich, bei irgendeinem Let's Play letztens auch gehört, ich glaube, es war Debitor, der auch sagt, dass über Dead Space sich gerade übelst aufgeregt wird. Mhm. Und er das aber auch darauf schiebt, dass die Menschen einfach immer zu hohe Erwartungen haben. Dass sie immer sagen, oh, jetzt kommt ein neuer Teil und die werden das machen und das machen, das war richtig geil. Aber keiner ist mehr zufrieden, weil die immer so krasse Erwartungen an so ein neues Spiel haben. Also ich glaube, hier spielt auch sehr eine Rolle, dass halt eine Nostalgie dabei ist. Du hast das damals gespielt, 2008, da war ich auch irgendwie 17 oder so. Mhm. Kurz mal rechnen. Und da nimmst du halt die Welt und neue Erfahrungen auch anders wahr. So. Mhm. Und wenn dann das Neue nicht da rankommt, bist du halt gleich ein bisschen bumped out. So. Aber das Ding ist, dieses Spiel wird halt insgesamt von der Presse, von den Nutzern sehr, sehr positiv bewertet. Mhm. Also alles ab 9 ist vorstellbar und es scheint realistisch zu sein. Ich habe es jetzt nicht gespielt, aber ich vertraue da mal drauf. Und das Ding ist, nur wegen einer scheiß Toilette oder so einer minimalen Änderung zu sagen, okay, dieses Spiel ist eine fucking 1 von 10, das ist scheiße. Das ist halt Quatsch. So braindead. Hm. Und es ist nicht das einzige Mal, dass das diese Woche vorgekommen ist, Dino, denn auch. Auch im Brennpunkt bei uns. Im Brennpunkt, ich gebe heute diese Woche gebe ich so richtig schöne 1 von 10. Weil mir gefällt dein Gesicht nicht. Alles war geil, aber dein Gesicht, weißt du, bist du frisch rasiert oder irgendwas? Gerade ganz komisch. Gerade im Podcast relevant, ja. So, die dritte Folge von The Last of Us ist raus. Und Tino, vielleicht solltest du die mal anschauen, weil ich glaube, du kannst die tatsächlich auch in einem Vakuum schauen, wenn du die Serie nicht sehen willst, aber ich würde es dir sehr empfehlen. Da bekomme ich gar keine Luft, wenn ich im Vakuum das gucke. Bin ich ja tot. Witzig. Jetzt hast du mich so rausgebracht mit deinem Gag, da musste ich jetzt erstmal 3 Minuten drüber nachdenken. Das hab ich öfter. Also, die Serie läuft seit 2 Wochen, läuft bis Mitte März und ist dann auch eine an sich abgeschlossene Geschichte. Ist die erste Staffel, ist das erste Spiel, was hier auch irgendwo liegt. Ah, okay. Da oben steht es. Und das ist sehr, sehr gut. Die ersten Folgen haben alle immer so 9,3 von 10, 9,4 von 10 und so. Und jetzt kam Folge 3. Und die ist bis jetzt am weitesten vom Spiel abgewichen. Frech. Wobei ich mir sage, who the fuck will denn eigentlich eine 1:1 Nacherzählung vom Spiel? Also ich freue mich über jede Erweiterung, die es da gibt. Ah, doch, ich kann's nachvollziehen. Also als es diese Pokémon-Serie gab und die Spiele gab es ja vorher, ja. Da war man auch sehr enttäuscht, dass die Story eine ganz andere war. Ja, eine ganz andere. Aber ich meine jetzt, wenn Charaktere plötzlich ein bisschen anders handeln oder ein anderes Schicksal am Ende haben oder man Hintergrundinfos kriegt, die man im Spiel nicht hatte. Eben, ist doch geil. Ich wollte gerade sagen, wenn es ganz anders ist, ja, du nutzt diese Welt des Spiels oder was auch immer und machst daraus eine neue Geschichte, finde ich das voll geil. Aber wenn du halt... Oh Gott, das ist jetzt unsere kleine Phase von... Ich hatte auch noch ein Brot unterwegs, als ich zu dir gelaufen bin. Wenn du aber dieselben Charakter nimmst und das dann veränderst, da habe ich auch so einen inneren, kann ich das ausdrücken, dramaturgischen Monk. Ich hasse das. Die erklären das oft dann mit Paralleluniversum und so. Auch bei GTA ist das ja auch ein bisschen so. Es ist GTA 5 und GTA San Andreas in verschiedenen Universen spielen, weil auch die Map eine andere ist. Ich hasse das. Ich will dieselbe Welt haben, aber mit einer neuen Geschichte. Mhm. Deswegen kann ich das völlig nachvollziehen, wenn die dann sagen, oh, eigentlich ist ja die Person hier eigentlich... Ja, aber also ich finde, ja, ich verstehe das. Ich finde aber, wenn der Grundvibe von der Story und die Motivation und so nicht verändert werden, dann spielt das an sich keine Rolle. Also weißt du, wenn... ich sag mal, am Ende von Folge 3 im Spiel die Person an einem Punkt ist und in der Serie auch an dem Punkt ist, ist relativ egal, wie sie an diesem Punkt angekommen ist, wenn der Punkt der gleiche ist. Also nicht örtlich gesehen, sondern Mental State, sag ich mal. Klar, kann auch spannend sein, aber ich habe da so ein Problem damit. Ich kann verstehen, wenn Menschen das geil finden und wenn die einfach ein alternatives Ende und alternative Geschichte haben wollen. War ja bei Game of Thrones ähnlich, ne, dass halt der Autor auch die Bücher jetzt so fortschreibt, dass die eben nicht enden wie die Serie, was auch in manchen Fällen besser ist vielleicht. Enden, nack-nack. Nack-nack. Und Last of Us kann ich halt nicht beurteilen. Ne. Ich weiß nur, dass die Main Characters von... Es tut mir leid, du kommst hier an, machst hier richtig gute Keks und ich beziehe mich auf dein Enden und mach nack-nack. Das ist einfach ganz finster. Es ist okay. und es sind ja auch Game of Thrones Schauspielerinnen, ne? Also irgendwie ist sie ja und er auch. Also er war dieser komische
unsympathische Pirat. Und you raped her! You killed her! Ja. Ja, und, hey, was hast du? Unsympathischer Pirat? Das war die beste Figur in der ganzen Serie. Oh, ich hab den gehasst. Hey, geiler Typ. Der war doof, nee. Oberyn Martell. Nee, fand ich nicht gut, hab mich gestört. Aber dafür fand ich, ich weiß nicht, ob man noch sie sagt, weil ich habe, sie hat sie als nicht binär geoutet, die Schauspielerin. Bella Ramsey. Genau. Und ich fand die Figur richtig toll von ihr in Game of Thrones. Dieses, ja, dieses taffe Mädchen. War ein bisschen over the top, aber ja, ist schon cool. Das war ja funny so. Die macht das auch gut. Guck dir die Serie an, Tino. Guck dir sie an. Es ist halt auch, ich würde dir das nicht empfehlen, wenn ich wüsste, dass nach Staffel 1 halt ein krasser Cliffhanger kommt und dann muss man wieder 3 Jahre warten, bevor es weitergeht. Das ist halt kacke. Mhm. Aber so sage ich dir, guck dir das an. Es gibt erst 3 Folgen, vielleicht wartest du auch, bis alle draußen sind. Aber ich finde gerade dieses Phänomen, finde ich gerade echt geil. So dieses auf eine neue Folge warten und dann so in Foren so, was sagen die Leute dazu und sich so anzugucken. Ach, da freue ich mich. Der Vorteil ist, du kannst dich nicht spoilern lassen. Ne? Das auch, ja. Das war jetzt, wir haben jetzt Shameless zu Ende geschaut, nach 11 oder 12 Staffeln. So richtig lange, aber geile Serie. Und ich hatte immer Angst zu googeln darüber oder irgendwelchen Instagram-Seiten zu folgen, weil ich Angst hatte, gespoilert zu werden. Ja. Und der Vorteil von solchen Serien, die noch halt fortlaufend sind und nach veröffentlichen, du up-to-date bist, du kannst nicht gespoilert werden, weil inzwischen ja auch die Erstausstrahlungen auch gleich sind, weltweit teilweise, ne? Mhm. War ja früher auch nicht so. Deswegen schaust du dir an. Oder schaut's euch an. Wir brauchen eine neue Serie. Aber das ist ja eigentlich nicht, worauf ich hinaus wollte, weil nicht die Änderung ist das eigentliche Problem. Die Änderung wird nur hervorgehoben als, oh, das war aber nicht so im Spiel. Nein, Tino. 2 Männer lieben sich in dieser Folge. Auch mehr will ich dazu auch nicht sagen. Und ich glaube, dass das vielleicht so ein bisschen ausschlaggebend ist. Mhm. Auch wenn man auf IMDb anschaut, wie die Demografien so sind, dann sieht man, dass Frauen die Folge im Schnitt mit 9,6 von 10 bewerten und Männer im Schnitt bei, ich glaube, mittlerweile ist es runtergegangen auf 7,9 oder sowas. Nur aufgrund dessen, meinst du? Nicht nur, aber ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt bei Leuten so. Und dann ist halt auch wieder dieses Ding, es gibt ja nur eine Sexualität, die richtig ist, das ist nämlich die heterosexuelle. Und dann gibt es die zweite Sexualität, das ist die politische. Ja. Und ich muss sagen, es war für mich halt auch immer so eine Weile so, dass ich eher genervt davon war, wenn es hieß, ja, guck doch mal und repräsentieren und so. Mhm. Und jetzt bin ich aber sowas von genervt von Leuten, die sich darüber aufregen. Oh, also, ja, warum muss man uns das in den Hals reinstopfen, hier so eine Homo-Liebe und so. Wenn du das im größeren Kontext siehst, ist ja trotzdem in Unterhaltungsmedien mindestens 90% halt Männer und Frauen. Natürlich, ja. Und das geht mir halt mittlerweile so auf den Sack, dass ich richtig mich freue, dass da gerade 2 Männer waren. Das hatte ich, als wir... Außerdem, das ist auch das Ding, die waren im Spiel auch schon schwul. Ja. Ach so. Aber es war halt mehr so angedeutet. Mhm. Und jetzt heißt es, oh, warum müssen die und so? Und dabei war das halt schon. Das ist nichts Neues. Wie die auch sofort halt von detaillierter. Von Aufzwingen reden. Weißt du, die machen im Film so viele Sachen. Die nehmen Drogen. Die, weiß ich nicht, die machen illegal Autorennen. Da ist dann alles so, ja geil, ist ja nur eine Geschichte, ist doch voll okay so. Aber wenn halt einfach 2 Männer sich küssen, dann müssen die uns das dann aufzwingen und unsere Kinder werden davon völlig verwirrt sein. Ja, von den Drogendeals darin, das ist völlig normal, ja, wenn die sich davon beeinflussen lassen. Und ich hatte auch mal eine Kinderlesung organisiert, die war speziell für im Rahmen des CSD gedacht, dass man eben auch mal Märchen vorliest, wo 2 Prinzessinnen sich lieben, wo 2 Prinzen sich lieben. Da kamen auch so Online-Kommentare, müsst ihr unsere Kinder das aufzwingen, können sie sich einfach frei entscheiden lassen, wen sie lieben wollen. Und ich denke mir, Alter, ihr lest auch jeden Abend euren Kindern Geschichten vor von Mann und Frau. Und wenn ihr von euch aus mal auf die Idee kämt, mal alles vorzulesen, was es so gibt, müssten wir sowas überhaupt nicht machen. Aber wir machen ja solche alternativen Lesungen, um den Kindern eben auch mal zu zeigen, okay, eure Eltern lesen euch zu 100% wahrscheinlich nur Prinz und Prinzessin vor. Aber es gibt eben auch süße Kinderbücher, wo eine Prinzessin sagt, sie will nicht von einem Prinz geküsst werden oder von einem Frosch, der Mann ist, sondern sie will eine Prinzessin küssen. Das ist doch voll normal. Ich hätte mir das auch mehr gewünscht, wenn zum Beispiel bei Frau Holle die Pechmarie und die Glücksmarie einfach mal miteinander gebumst hätten. Das hätte ich auch geil gefunden. Von mir aus, klar. Das sind Schwestern. Aber da muss ich auch wieder sagen, bis zu einem gewissen Grad ist mir das halt auch egal. Also vielleicht ist das wieder kontrovers. Ja, selbst unter Geschwistern, also gerade wenn es gleichgeschlechtlich ist, denke ich mir auch so. Ja, darf halt auf keinen Fall ein Kind bei rumkommen, das finde ich halt nicht so geil. Das ist vielleicht schwierig. Aber andernfalls muss ich sagen, ist mir das halt auch völlig Rille so. Es betrifft einen noch überhaupt nicht. Also du musst ja nicht mit deinem Bruder irgendwie ficken oder so. Aber wenn andere das machen wollen,
Ja, ich fände es auch komisch, aber ich bin eben auch nicht familiosexuell. Keine Ahnung. Familio, inzestuös. Inzestuell, ja. Bin ich ja jetzt nicht. Aber ich finde es okay, wenn ich jetzt auf der Party wäre, ja, und würde jemand sagen, ja, ich hab meinen Bruder geheiratet, würde ich sagen, krass, noch nie gehört. Aber okay, ist Ja, es halt so. es ist auf jeden Fall weird. Es ist auf jeden Fall Krass weird ist so. weird. Aber also solange keiner zu Schaden kommt und zwei Konsenten, denke ich mir halt, ist als Faustregel schon ganz gut. Wird halt ein Problem, wenn vielleicht doch aus Versehen ein Kind bei rumkommt. Und das kann man halt nicht verhindern, deswegen ist es halt schwierig. Wobei ich die Quoten gar nicht kenne. Ich weiß ja, dass nur, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind behindert wird oder Schaden davon trägt, größer ist, Auf jeden Fall viel größer. aber eben auch nicht immer, Ja, oder nicht ich. immer, aber gut, wenn's bei einer normalen Schwangerschaft irgendwie 1% ist Normal, was wieder als normal und da bezeichnet sind es ist. dann 40%, ist es trotzdem hoch. Vermutlich. Wahrscheinlichkeit einer Behinderung bei Inzest. Laut FAZ, bei gesunden und nicht Behinderte vererbten Nachkommen zu bekommen Partnern bei können 2 bis Nachkommen mit 3%. Gen, dem verdeckt vererbten Gendefekt des anderen Partners aus. Hier liege das Risiko, behinderte Nachkommen zu bekommen, bei 2 bis 3%. Warte mal, bei gesunden und nicht verwandten Paaren. Ah, ja. What? 2 bis 3% bei gesunden Paaren? Das ist ja echt viel höher, als ich dachte. Ja. Werden Inzestkinder behindert? Ist sehr hoch. 44%. Hast du richtig geschätzt? Da Also habe ich echt gut ungefähr. geschätzt, aber ich hätte nicht gedacht, dass es normalerweise 2 bis 3% ist. Das ist ja. Leute, das ist ja lebensmüde, ein Kind zu machen. Das ist ja. Naja, was heißt lebensmüde? Du stirbst ja nicht davon. Naja, doch. Dein Leben ist vorbei, wenn du dich So, um ihr so ein Kind ist behindertes. behindert. Sie Ich müssen jetzt weiß, das ist sterben. kontrovers, ja, und wenn das da ist, dann liebst du das auch. Aber wenn ich die Wahl habe, kein Kind oder ein behindertes Kind, dann entscheide ich mich doch lieber für kein Kind. Ist natürlich sehr kontrovers, ne? Wir hatten es auch in der Uni, so pränatale Diagnostik. Also ist es denn okay, schon vorher zu wissen, ob dein Kind behindert wird, weil du ja damit so dafür sorgst, eher abzutreiben, wenn du weißt, es ist behindert. Und dann haben die halt keine Chance, auf die Welt zu kommen. Das ist ja immer Naja, oder so. man treibt nicht ab und nimmt dann die kleine Pille postnatal und gibt Das dem geht Kind auch, das. das geht auch. Es gibt sogar diesen furchtbaren, also ich finde ihn furchtbar, Philosophen und Autoren und Pädagogen, Peter Singer, der wohl gefordert hat, dass man auch nach der Geburt noch abtreiben dürfen soll. Ach, Das wäre ja dann die kleine Pille postnatal. und zum Thema Beschneidung ist mir gerade noch was eingefallen. Auf der Party gestern wurde mir eine Story erzählt. Oh, darf ich die überhaupt erzählen? Anonymisiert. Oh Gott. Naja. Jetzt sind die Leute gehuckt. Ja, es ist schwer. Also, es gab wohl mal einen Fall, so ganz weit entfernt von einem Patienten in einem Krankenhaus, der hatte so ein heftiges Sexspiel mit einer Frau, also war ein Mann und Frau, und die Frau wollte, dass der Mann sich so ein bisschen was von der Kuppe wegschneidet. Und er hat es dann auch gemacht. Und die hatten dann weiter Sex gehabt. Boah. Das ist echt so eklig. Oh, da schauert's mich, Alter. Es war. Das habe ich echt selten. Ich hab vorgestern erst ein Video gesehen oder halt nochmal gesehen, weil ich es jemandem geschickt Das habe, Mausgerutscht. wo jemand seinen Fuß gebrochen hat und es aber nicht gecheckt hat durch Adrenalin und so. Und der ist halt auch so lose und der läuft da über die Autobahn und knickt dann so weg mit diesem halblosen Fuß, Alter. Ja. Oh! Und das ist genau das Gleiche für mich. Es wird eben noch schlimmer. Also ich kann, Leute, die das nicht hören können, es gibt mal eine Minute oder eine halbe Minute. Soll ich es nicht erzählen? Ich kann es auch sein Erzähl, lassen. erzähl, ich bin Und cool. zwar der. Im Laufe des Abends hat wohl die Frau auch den, oh Gott, die Frau den Mann auch so Nägel in den Penis reingehämmert. Irgendwie 20 Stück, also richtig viele. Was? Ja, und ist damit auch nicht zum Arzt gegangen. Und nach ein paar Ich Tagen. dachte, einen in die Harnröhre oder Nee, so. ja, ganz viele Nägel reingehauen. Und ein paar Tage hat das halt einfach ausgehalten und so gelassen, bis er irgendwie merkt, dass es irgendwie stinkt. Und ist dann so ins Krankenhaus und dann ist der Penis ihm abgestorben. Und er ist dann eben wieder aufgewacht, dann nach der OP ohne Penis. Fuck. Aber das Oder. muss doch bluten. Tja. Also, das fand ich eine sehr, weiß ich nicht, eine sehr eindrucksvolle Geschichte. Siehst du, Und. das passiert, wenn Kinder Transgender-Bücher lesen müssen. Das erzählen die vor allem auf Partys Dann. mit Leuten, die so 18, 17 Nee, dann sind. denken die euch, oh, das mache ich mir jetzt hier DIY-Geschlechtsumwandlung. Nicht nachmachen, Leute, es ist echt nicht gut. Ich will nicht sagen, also no king shaming, aber das ist echt, wenn ihr euren Penis behalten wollt, macht das bitte nicht. Okay, jetzt kann es weitergehen mit Ja, wir haben anderen halt noch Themen. ein riesen anderes großes Thema, Alter, und die Zeit ist auch schon wieder bald knapp, ey.
Das ist der Wahnsinn. Also ganz kurz hier noch möchte ich ansprechen, es gibt einen krassen neuen Hype um künstliche Intelligenz. Das geht ja so schnell gerade. Das geht wirklich gerade echt schnell. Und unter anderem ist ein neuer Twitch-Kanal entstanden, Watch Me Forever. Da wird gerade eine AI-generated, always on, always weird Seinfeld-Episode, also eine endlose. Es läuft wirklich dauerhaft. Mhm. Alles nur KI-generiert. Abgespielt das letzte Mal hier 10.000 Zuschauer. Und es spielt dann halt auch immer so künstliche Lacher ein. Und manchmal sind da auch wirklich Gags drin, die sich die KI selber überlegt sozusagen. Das manchmal ist es auch einfach super weird. Grafisch sieht es halt jetzt nicht so ansprechend aus, aber wahrscheinlich, da das dauerhaft spielt, muss das wahrscheinlich schlechte Qualität haben. Ja, da passiert jetzt erstmal nichts. Perfekt. Same joke, lol. So, jetzt hat man hier so eine Szene von Seinfeld. Von also seinem Haus. Die KI hat halt die Folgen alle gesehen, quasi. So I just heard something outrageous today. The price of bread is going up again. So, das war jetzt ein Gag. War jetzt nicht so ein Gag. Nee, aber da, manchmal kommen echt gute Sachen rum. Das wird dann halt geklippt und so. Gibt ihm echt mal so ein paar Jahre. Ne? Das auf ist jeden unglaublich, Fall. Dass KI auch schon Software irgendwie komplett entwickeln kann von alleine. Du gibst einfach, was du für eine Software haben willst und es macht dir einfach eine ganze App und so. Oder schreibt wissenschaftliche Arbeiten. Das ist so gruselig, aber auch spannend. Ja, gerade jetzt halt im Hype von ChatGPT ist das nochmal hart nach vorne gegangen. Aber das letzte große Thema, was wir wirklich ansprechen müssen, ist... Und da würde ich eigentlich auch gerne eine Grundsatzdiskussion mit dir führen, Alter. Es gab einen großen Skandal von einem Streamer, der heißt Atriog. Der hat in einem Stream mit Alt und Tab so aus dem Spiel rausgetappt quasi. Mhm. Und da sieht man, je nachdem, was du nutzt, aber da sieht man halt deine ganzen Fenster so. Mhm. Das war 2 Frames zu sehen. 2 Frames lang. Also wirklich nicht mal eine Viertelsekunde. Mhm. Das hat irgendjemand sich angeguckt, gescreenshottet und hat entdeckt, dass da eine Seite offen war mit Deepfake-Porn von unter anderem seinen Streamer-Kollegen, mit denen er auch irgendwie eine Firma gegründet hat oder so. Oh. Also stell dir jetzt vor, ich hätte das gehabt und da wären dann Bilder von Imp oder so als Deepfake gewesen. Kommen wir direkt zum Punkt, weil ich sage mir wäre das weitestgehend egal. Wenn's von und ich glaube, Imp wäre es auch egal, wenn ich Bilder von ihm hätte. Hm. Oder halt angucken würde. Das Problem, was hier jetzt halt ist, ist erstens, ist das nicht Imp und ich, sondern er war das, der Atriog, und 2 Kolleginnen, 2 Frauen. Hm. Und ich glaube, eine dritte war auch auf der Seite, die aber irgendwie in diesem Spann nicht hängt. Und der hat dafür bezahlt. Das ist auch nochmal so ein Ding. Und eine von diesen beiden hat schon über 30.000 Euro ausgegeben, um jeglichen Fake-Porn von ihr aus dem Internet zu entfernen. Das heißt, sie bezahlt Leute dafür, dass sie das entfernen. Und er zeitgleich ihr Arbeits- und Geschäftspartner quasi gibt Geld an solche Leute, um das zu supporten sozusagen. Also war zu erkennen, dass er die Seite auch aktiv nutzt. Er hat nicht recherchiert. Er hat das auch mittlerweile zugegeben. Das war super weird. Da sitzt er vor der Kamera, heult. Im Hintergrund ist seine Frau zu sehen. Heult. Ganz komisch. Noch komischer ist, dass er im Fokus ist und die Frau ist so verschwommen, weil halt, keine Ahnung, Spiegelreflex, so Tiefenunschärfe. Und sie ist da halt im Hintergrund und du siehst sie so schluchzen. Ganz, ganz weird. Und das hat so eine riesen Debatte angestoßen. Weil ich glaube, der Typ, von allem, was ich gelesen habe, ist der Typ eigentlich voll korrekt. Er hat noch nie was Falsches oder einen edgy Spruch gemacht oder irgendwas. Mhm. Und hat halt jetzt hier, er hat halt gesagt, dass er eine Werbung auf Pornhub dafür bekommen hätte, immer und immer wieder, und getemptet wurde von dieser Werbung. Mhm. Was unrealistisch ist, weil Deepfake-Porn ist schon so juristische Grauzone. Voll, ja. Und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass auf Pornhub das angezeigt wurde. Mhm. Deswegen halte ich das auf jeden Fall für eine Lüge. Aber er hat so gesagt, er wurde getemptet und dann ist er da halt draufgegangen und so. Und ja, es ist halt auch, das ist die nächste Ebene, die noch dazu kommt. Es ist, also die eine der beiden Frauen ist die Freundin seines besten Freundes. Mhm. Und gleichzeitig hat sie zu der Hochzeit von ihm und seiner heulenden Frau, die erst ein paar Monate zurückliegt, die immer heult, den Hochzeitskuchen gebacken. Hm. So, und die hat er jetzt quasi gedeepfake-pornt angeguckt. So, Riesending. Er ist jetzt quasi das Posterchild geworden von
bösen Männern die Deepfake angucken. Ah, ja. Und alles ganz, ganz schwierig. Und was ist denn deine grundsätzliche Haltung dazu? Weil es gibt auch sehr viele Leute, und da bin ich halt auch so ein bisschen da. Moment, ich muss das jetzt noch mal ganz kurz klarstellen, weil das wirkt sonst wieder, als wäre ich ein böser Sexist. Leg mal los, Robin, los. Also, ich möchte diesen Frauen in keinster Weise absprechen, dass das sich für die Scheiße anfühlt. Besonders die eine, die halt auch so einen kurzen 3-Minuten-Stream macht, in dem sie auch weint und sagt, hier, das ist was, wie Schmerz aussieht. Und das ist halt auch ein bisschen lustig für mich. Also so eine kleine Ebene von Humor sehe ich da, wenn man so, das ist was Schmerz ist, guckt mich an. Aber gleichzeitig will ich das nicht abreden, ja. Das ist völlig legit, dass sie das fühlt und dass sie das scheiße findet und gerade weil sie da so aktiv gegen vorgeht und auch an sich, soweit ich weiß, keine sexuelle Person in ihrer Online-Persönlichkeit ist, sondern halt irgendwie Tiere, irgendein Zoo hat sie gemacht oder so, irgendwie Tieren hilft oder sowas. Und nicht irgendwie, also soll es auch nicht rechtfertigen, aber jemand wie Katja Krasewitze, da liegt das vielleicht näher, dass Leute Deepfake-Porn machen. So. Mhm. Und sie hat halt aber damit nichts am Hut und deswegen will ich das ganz, alles gar nicht wegsprechen. Aber zurück zu dem Punkt, wenn jetzt von mir jemand Deepfake-Porn machen würde, fände ich das halt so null schlimm. Mhm. Ja? Ist auch okay, wenn du es okay findest. So. Ich bin aber auch niemand, der jetzt vielleicht sein ganzes Leben mit so einer Scheiße konfrontiert war oder so. Mhm. Sie hat auch gesagt, dass Leute ihr jetzt diese Fotos Privatnachricht zuschicken und so permanent und sie damit halt trollen oder was auch immer. Und das ist alles scheiße. Aber ich persönlich sage, wer mir Ritze. Und das Argument, was halt auch oft kommt, ist, it comes with the territory. Also wenn du in der Öffentlichkeit stehst, ist das quasi ein Problem, was sozusagen nicht wegzudenken ist. Mhm. Weil das ist ja auch nichts Neues, dass irgendwie irgendwelche berühmte Leute Fake-Bilder gemacht bekommen. Das ist ja auch so alt, wie es wahrscheinlich wurden vor 2000 Jahren schon von berühmten Leuten Nacktzeichnungen so gemacht. So Höhlenmalereien irgendwie. Ja, wahrscheinlich ist, also das ist halt dann auch wieder, wenn man das sagt, ist das auch wieder schwierig, weil dann, ja, dann legitimierst du das so ein bisschen und das ist halt nicht gut so. Mhm. Und du gibst dem den Anschein, als wäre es okay. Aber gleichzeitig finde ich, das ist auch trotzdem ein Argument, was man nicht wegwuchten kann. Du stehst halt im Rampenlicht und da gehören Dinge dazu. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch okay, dass Politiker relativ viel Geld verdienen, weil die kriegen den ganzen Tag nur auf die Schnauze theoretisch. Ja. Und da musst du halt irgendwie mit klarkommen. So. Und deswegen ist es ein schwieriges Ding. Es hat halt für mich schon seine Grenzen. Man vergisst, glaube ich, sehr häufig gerade so als, ich weiß, es hören viele nicht gerne, aber es gibt ja so diese strukturelle Unterschiede zwischen dem Leben von Männern und Frauen und dass ja Frauen nochmal ein ganz anderes Alltagserlebnis haben, ja durch ständige Anmachen, durch Objektifizierungen und so weiter, gerade wenn du in der Öffentlichkeit stehst, noch viel, viel mehr. Und ich kenne so viele auch weibliche Streamerinnen oder Schauspielerinnen und so weiter, die halt ständig konfrontiert werden davon, dass sie zu Objekten gemacht werden. Und wir als männliche Person denken manchmal, ja, ist doch geil, irgendwie du kannst immer an Sex kommen und so. Und Leute sagt, ich möchte das gar nicht absprechen. Und Leute finden dich hübsch und so weiter. Ja, aber Frauen erleben das eben jeden Tag und haben eben doch auch ein ganz anderes Angstgefühl, auf die Straße auch zu gehen, auch nachts und so weiter. Das ist etwas. Ich habe gerade dieses DJ, wie heißt der, Khaled, Suffering from Success. Ja, aber es ist ja ein bisschen alle so. Alle finden mich hübsch. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Ich habe extra den Disclaimer gegeben, dass ich das nicht absprechen möchte, dass das sich scheiße anfühlt, dass sie zu Recht das Kacke findet und so. Ja. Nur was willst du tun? Naja, es ist halt trotzdem keine. Es stimmt, ich weiß, dass es mit Erfolg und Öffentlichkeit da ein bisschen mitspielt, dass du halt irgendwie das dein Gesicht missbraucht wird, dass du als Figur missbraucht wirst und wirst eben nicht nur angegriffen aktiv, sondern es gibt eben auch Fake-Porns von dir. Und ich glaube, das ist für mich nämlich ein ganz relevanter Punkt. Ja? Wenn das gekennzeichnet ist in irgendeiner Form, dass das nicht real ist, finde ich das halt überhaupt nicht schlimm. Ja, das ist. Wenn aber natürlich die Bilder so verwendet werden, so von wegen, guck mal, das ist ein echtes Bild von der. Das macht, glaube ich, keinen Unterschied, weil du trotzdem diesen Kontext gerissen wirst, den du nicht haben willst. Aber auch gesagt, für mich persönlich. Für mich persönlich ist das ein Riesenunterschied, ob halt jetzt die Leute, wenn jetzt von mir irgendwie ein unvorteilhaftes Nacktbild verbreitet wird
und gesagt wird, das ist echt, aber es ist gar nicht echt, dann fände ich das schlimmer, als wenn jetzt gesagt wird, ha, guck mal, ich habe hier witzigen Deep Porn, warum sage ich denn immer Deep Porn? Deep Porn, das heißt, Deep Fake Porn von dir. Nee, und ich finde, es ist trotzdem kein Argument zu sagen, also hast du auch schon disclaimed, aber ich finde trotzdem, es ist kein Argument zu sagen, das gehört eben dazu. Ja, es gehört dazu, aber es ist halt trotzdem nicht richtig. So, ja, weißt du? Ich finde auch, dass okay Reich zu sagen, auch dazu gehört, halt Juden zu verfolgen, aber trotzdem war es ja nicht in Ordnung, weißt ja, du? Ja, ich finde auch okay zu sagen, dass es nicht okay ist und macht es halt nicht so, ja. Aber und, du wirst es wahrscheinlich nicht verhindern können. Und ich selber, ich bin da auch eher offen und fände es eher witzig, wenn es von mir Deepfake-Pornos gäbe. Ich fände es irgendwie witzig. Und selbst wenn jemand sagen würde, hier, das ist ein echtes Nacktbild von Tino, würde ich drauf gucken und würde denken, na, sollen sie es halt glauben, mir egal. Hm. Wenn es sich gerade irgendwie entstellend ist, ne? Und irgendwie richtig eklig ist mit irgendwie, weiß ich nicht, einem Tripper-Ausschlag oder so, keine Ahnung, Syphilis-Ausschlag. Da wäre es blöd. Und man behauptet, ich hätte irgendwie eine Erkrankung. Jetzt gesprochen aus der Perspektive von der Person, die das erwischt hat, ist eben echt doof gelaufen. Hm. Weil ich glaube, das machen sehr, sehr viele. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Personen auch von ihren Arbeitskolleginnen und Kollegen nach Nudes suchen, bestimmt, oder dass sie sich attraktiv finden oder und sich vorstellen, den Sex zu haben und so weiter, ist eben jetzt doof gelaufen, dass es bei ihm öffentlich geworden ist, dass er auch eine Frau hat. Man weiß ja auch nie, was sie für eine Absprache haben. Ne? Weil ja, ich muss auch ganz kurz noch eine kleine Ebene reingeben, die mich halt auch hat nachdenken lassen. Also um diese Situation mehr zu fühlen, weil es gibt auch viele Leute, die bis zu einem bestimmten Punkt zu Recht sagen, hä, wer regt sich denn da auf, hä, so eine dumme Scheiße, was soll denn das jetzt? Aber für mich war halt so der Gedanke, also jetzt du, geneigter Zuhörer, du hast jetzt einen Partner, mit dem du innig bist und dein bester Freund hat halt dann bezahlt Geld, um Bilder von deinem Partner nackt zu sehen. Da kann man schon mal davon ausgehen, dass das nicht alle cool finden. Ja. Zumindest. Ich meine, ich kann es. Um nur mal um dieses grundlegende Drama besser einzukreisen. Weil ich kann es eh nicht nachfühlen, weil ich da ja eh auch offener lebe mit Beziehungen und so weiter und erst meinem Partner ja auch auf Instagram Bilder gibt, so die dementsprechend freizügig sind. Deswegen ist das für mich irgendwie eh kein Thema. Ja, das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied, ob du die selber hochlädst oder halt nicht. Eben. Aber ich kann es nachvollziehen, wenn du halt irgendwie in diesem. Wie soll ich es denn ausdrücken? In diesem gewöhnlichen Gefüge lebst von monogamer Beziehung und es ist eben, die Exklusivität ist eben doch einiges wert, da kann es eben doch schon sehr verletzend sein. Und gerade wenn die Person, deren Nacktbilder du da rausgesucht hast und deren Deepfake-Porns du supportest mit dem Geld, wenn die eben dagegen ankämpfen, das ist natürlich ein richtiger Arschloch-Move. Ich finde, das Peinlichste überhaupt ist, dass der Typ für Porn bezahlt. Das ist das Allerpeinlichste. Das ist das eine. Und das zweite ist aber auch, wenn du Livestreamer bist, ja, und weißt, du gehst online, dann checkst du doch deine Tabs, die du auf hast. Ja, der war irgendwie schon dafür bekannt, dass er irgendwie wie Imp immer so 300 Tabs offen hat und die nie zumacht und so. Ja. Und wahrscheinlich wurde deswegen auch dieser kurze Frame durchsucht, weil dann halt schon öfter mal kleine witzige Sachen passiert sind. Wie gesagt, der hat sich nie was zu Schaden kommen lassen. Und es kann ja auch funny sein, wenn du irgendwie aus Spaß mal einen Tab offen lässt, so von wegen irgendwie alte Frauen ab 80 oder so. Ja. Ist ja auch witzig. Oder eben, wenn es irgendwie niemanden betrifft, wie Drake Bell hat mal irgendwie ein Bild gemacht von seinem Fernseher, wo irgendwie seine Story macht, ich gucke gerade irgendwie irgendeine Sendung und man sieht dann in der Spiegelung seinen Penis, weil er nackt das geschaut hat, oder JBL, der Wrestler, hat mal irgendwie einen Screenshot gemacht von seinem Bildschirm und gezeigt, hier, er ist die neue Nummer 1 im Wrestling-Business und war halt einen Tab offen mit irgendwie dicken, schwarzen Frauen, so Porn. Das ist halt witzig, weil sie sich selbst bloßstellen. Aber in dem Fall war es halt irgendwie ein gewisser Verrat an seine Freundin, die er hat, ne? Ganz schwierig. Aber nochmal ganz kurz zur grundlegenden Sache, weil die Zeit wird echt knapp. Wie stehen wir denn jetzt zu Deepfake-Porn? Ich sag direkt mal mein Statement dazu. Ich habe damit moralisch nicht so ein Problem. Ich find's aber auch bis jetzt einfach total dumm, weil es sieht halt einfach scheiße aus. Eins, zwei Sachen habe ich da auch schon mal gesehen und es ist halt einfach kacke. Ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten paar Jahren das zu einem großen Problem wird, wenn das wirklich dann nicht mehr unterscheidbar wird. Aber aktuell finde ich das eher dumm. Und wie gesagt, wenn es gekennzeichnet ist, dass es nicht real ist, sehe ich da einen ganz großen Unterschied zu, guck mal, haha, das ist echt oder so. Aber ja, ich weiß nicht, ob das von meiner Seite moralisch verwerflich ist, dass ich das nicht moralisch verwerflich finde. Es ist natürlich auch ein Unterschied, ob es jetzt irgendwelche Celebrities sind und ob man das
weiß ich nicht, privat nutzt oder ob man dafür Geld verlangt und daran reich wird, dass man halb private Leute oder komplett private Leute oder was weiß ich. Also da kann man natürlich moralische Unterschiede machen. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie irgendeine auf der Straße fotografiere und das Bild von der auf den Porn setze und das dann irgendwie an Leinwände projiziere, finde ich das schwieriger, als wenn da jetzt eine Taylor Swift oder was weiß ich wer in so ein Filmchen reingesetzt wird. Klar, es ist immer ein Unterschied, ob die Person in der Öffentlichkeit steht oder halt nicht. Ich finde Deepfake-Porns sehr verwerflich. Ich finde das gar nicht gut, vor allem wenn die Person da nicht zugestimmt hat. Und da ist es mir... Sie wahrscheinlich nie. Nee. Wahrscheinlich also gibt es sowas gar nicht, dass man das irgendwie erlaubt hat. Aber ich finde halt eben, gerade weil es eben kein Konsens ist, ist es halt immer falsch, das zu produzieren und damit auch noch reich zu werden. Also es ist ja noch eine Frechheit, wenn du das irgendwie dann noch verkaufst. Ja, ich muss auch als meine kleine Seiten-Note reinsetzen. Sie hat also auch ein Statement auf Twitter rausgehauen, so ein längeres, und hat da unter anderem nicht direkt, aber das, ja, es wirkt ein bisschen, als würde es mit Vergewaltigung gleichgesetzt. Sie hatte halt wohl mal 2018 so ein Event, wo sie, also ich glaube, sie war nicht ganz bei Bewusstsein oder so, und es wurde sich an ihr vergangen oder so. Und dieses Event jetzt hat sie halt da wieder zurückerinnert. Ich glaube, so ist es gemeint, nicht, dass sie das wirklich genau auf eine Stufe das stellt. Das ist so ein Trigger einfach. Genau, weil da würde ich halt wirklich nochmal unterscheiden wollen zwischen Vergewaltigung und zwischen, du hast mein Foto verwendet gegen meinen Aber ich Willen. Glaube, wenn du selbst Opfer von Vergewaltigung, ja, wie gesagt, Vergewaltigung bist, da ist das nicht mehr so eine Stufe, das ist eher so eine Rutsche, weißt du? Ja. Dann geht das sehr, sehr schnell, weil es ja beides eine Form, also beides Missbrauch ist letztendlich. Und ich sehe jetzt nicht den großen Unterschied, den du vielleicht siehst darin. Wie gesagt, es ist ein schwieriges Thema und ich begebe mich ja gerade schon wieder auf Glatteis und ich versuche das ja im guten Willen so zu sehen. Ja. Ich möchte nur nicht, dass man einen Schnitt mit einem Buttermesser mit einem Stich ins Herz vergleicht, weißt du? Ja, aber eben, so. Ich glaube, dass die Person das nicht als Butter... Wenn du mal in den Bauch gestochen wurdest, ja, und dann mit einem Buttermesser gepiekst wirst und dann denselben Schmerz wieder empfindest, weil dich das so traumatisiert hast, finde ich völlig legitim. Ja. So, das will ich niemandem absprechen. Aber sie hat gesagt, the situation makes me feel disgusting, vulnerable, bla bla bla. Wo steht denn das? Irgendwo hat sie halt gesagt, dass Männer da keine Meinung zu dem Thema haben. Finde ich schwierig. Warum? This is not your debate, stop acting like it is. Ne, sehe ich genauso wie sie. Also wenn es Frauen betrifft natürlich, ne? Es gibt natürlich auch Deepfakes von Männern, aber was sie hier beschreibt, ist ich halt... Ich finde das grundsätzlich schwierig, Leute aufgrund ihres Geschlechts aus einer Debatte auszuschließen. Ja, wenn's aber dann haben betrifft. Frauen auch nicht über Manspreading zu reden, weil die wissen nicht, wie es ist, mit einem Schwanz in einer verengten U-Bahn zu sitzen. Ja, aber das ist ja wieder so ein Ding von wegen, es ist ja ein Scheinargument. Also kann es jetzt wegen seinen dicken Eiern breitbeinig in der Bahn. Und es greift eben schon das Leben der Frauen ein, weil du einfach Platz wegnimmst und deine Männlichkeit zur Schau stellst. Natürlich. Das sagst du aber jetzt. Also ich sitze so, wie ich bequem sitze. Ja, ich auch. Aber ich kann auch bequem so sitzen. Und wenn ich weiß, in der Bahn ist wenig Platz, kann ich auch mal irgendwie sagen, sitze ich halt mal nicht bequem jetzt und packe eben nicht noch hier mein Sonnenstudio aus und meine Sushi-Rolle. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Körperformen und so. Und das ist nicht für jeden gleich, Tino. Ja, wenn du irgendwie so uran-dicke Eier hast auf irgendwelchen... Das müssen ja auch nicht per se nur die Eier sein. Du kannst ja auch dickere Schenkel haben oder sowas. Und dann ja, aber dennoch ist es doch nicht so, dass du nicht deine Beine nicht zusammen machen kannst, mal in der Bahn für eine halbe Stunde, die du da fährst. Man kann viele Dinge machen, ja. Die kann auch einfach ihr Internet ausmachen und die Bilder nicht angucken. Ha, kann ich auch sagen. Naja, das ist Aber ich kann auch einfach mich gemütlich setzen. Nee. Und natürlich sitze ich nicht so da, wenn hier die Bahn komplett überfüllt ist und ich dadurch zwei Plätze weiter einnehme, ja. Es geht ja eher darum, dass halt Leute natürlich so da sitzen und nicht, weil sie irgendwie ihr Revier markieren wollen oder so ein Scheiß. Oder halt ihre männliche Patriarchy-Dominanz da. Ja, doch, ich erlebe das schon sehr, sehr häufig, dass du in der Straßenbahn sitzt und irgendwie ist da so... Ich jetzt? Nee, aber ist da so ein Dude, der sich selten in der Straßenbahn. Ja. Weil ich nicht in Erfurt in der Drecksstadt unterwegs bin. Das ich auch selten. Dass sie halt dann doch irgendwie drei Plätze für sich beanspruchen, so gefühlt. Das ist schon ein Ding. Und ich finde, dass es Themen gibt, die betreffen einfach... Männer einfach nicht. Wie eben Abtreibungen und wie eben Deepfake-Porn. Ja, aber man kann auch als Mann zum Beispiel sagen,
Man kann ja auch als Mann die Meinung der Frau teilen. Ja. Und sie sagt aber trotzdem, nee, deine Meinung zählt nicht, weil du bist Mann. Naja, dann ist es das so. Das ist halt, nee, das ist stupid. Kannst du Meinung haben? Das ist stupid. Und ich habe das eigentlich auch nur gesagt, weil ich weiß, dass es dieses Statement von ihr in der großen Debatte keine Rolle spielt, aber dass das mit mir schon wieder so eine Anti-Haltung macht, weil das einfach dumm ist. So ein grundlegendes... Ja, du kannst sie ja, hätte das einfach nicht in ihr Statement reinschreiben müssen. So. Ja, aber warum? War vielleicht, wer weiß, was passiert ist, wer weiß, was sie versteht. Ich bin voll auf ihrer Seite so und sage, hey, ist voll legitim. Aber was, spreche es nicht was ab. Ist, wenn sie so Kommentare bekommen hat, von wegen, das ist doch nicht so schlimm, ich fände es lustig, wenn es von mir Deepfakes gibt. So, und dann hat sie ja, recht, wenn sie sagt, ja, aber ich bin eine Frau. Und das hat mit Frauen nichts zu tun. Es können auch Frauen sagen, ich finde es nicht schlimm. Das hat mit Mann und Frauen nichts zu tun. Ja, doch, es kann 1000 Frauen geben, die sagen, es ist mir scheißegal, wenn Deepfake gibt. Das hat nichts damit zu tun, dass das Männer sind. Ja, schon, eben weil Frauen viel mehr objektifiziert werden im Pornobereich. Und die sind ja eben die meisten Opfer von Deepfake-Porn. Deswegen ist es schon ein Thema für sie. Vor allem. Schwierig, Tino. Da sind wir uns nicht ganz einig. Aber deswegen schwierig. Wusste ich ja, dass diese Diskussion hier eine gute wird. Aber ist ja auch spannend. Soll ja auch so sein. Ja, aber wie gesagt, ich gebe da jetzt auch nicht Daumen ab für Deepfake-Porn. Ich glaube, die Welt wird auch nicht unbedingt besser, vielleicht auch nicht unbedingt viel schlechter damit. Aber es lässt sich, glaube ich, gar nicht verhindern. Ich glaube, noch sind wir nicht an einem Ort, wo es richtig schlimm ist. Aber ich glaube, für die Zukunft könnte es schon richtig schwierig werden, genau wie alles andere an irgendwelchen Fake-Dingern. Kann aber passieren, gerade wenn man Fakes von echten Fotos nicht mehr unterscheiden kann, dass das dann noch egaler wird. Ne? Dann gibt es von Herbert Grönemeyer irgendwie Nacktbild. Foto, weiß nicht, wie ich auf den jetzt komme. Aber dann kann er ja auch sagen, ja, ist doch egal, ich muss mich dazu gar nicht äußern, kann ja auch einfach ein Fake sein oder auch nicht, ist ja egal, kann man eh nicht mal unterscheiden. So. Wenn er das denn möchte, der Herbert. Ach, so. Ich habe noch eine spannende Meldung und zwar war ich überrascht. Kennst du Tané, den Comedian, die Rothaarige? Nee. Das ist eine Frau, guck ich nicht. Abschaum. Und die haben mit Comedy nichts verloren. Und, okay. Und dass sie ja lesbisch ist, weiß man ja schon seit Jahren. Natürlich, klar. Das hat sie halt schon in ihren Stand-Ups immer auch thematisiert. Und die ist jetzt mit Juliette Schoppmann verheiratet. Die kenne ich. Das ist von die zweite DSDS. Von DSDS ja. Staffel 1. Und die war ja lange Zeit mit Lucy von No Angels zusammen. Und ich dachte auch, die wären auch zusammen. Jetzt kam die Meldung raus, dass Tané und Juliette verheiratet sind. Wahnsinn. Da dachte ich mir so, Meldung der Woche, oder? Melde dich bitte bei mir, wenn Judith Lefebvre mal wieder oh, die, am Start die, ist. Die war super, der hat's gut gesungen, ne? Das war von allen Staffeln die beste. Ja. Das war die nächste, wie heißt es hier? And I Whitney Houston. Ja. Das war die nächste Whitney Houston, aber dann, oh nee, oh, auf der Bühne. Die hat's richtig gemacht. Die hat erkannt, okay, der Ruhm und die Aufmerksamkeit, es ist nichts für mich. Ich gehe von der Bühne runter. Tragisch. Die muss ich jetzt nicht mit Deepfake-Porn rumärgern. Ja, aber tragisch, gerade mit Leuten, die so talentiert waren wie Jude damals, dass sie halt nicht auf die Bühne wollen. Dann kommen halt solche anderen, die halt irgendwie nur mit Autotune gerade einen Ton singen und die sind dann irgendwie Nummer 1. Das wäre eigentlich so ein guter Name für so einen Gringotts-Kobold. Judith. You did it, ja. Hitler, Judith, nothing. Egal. Und Jetzt ganz falsch. Jetzt wird's ganz falsch. Ich wollte nur den Bogen zum Anfang wieder bringen. Aber wir haben auch noch ein Thema vergessen, ganz wichtiges, was ich auch noch ganz kurz anspreche, wir sind schon über der Zeit. DSDS, hast du mitbekommen, Dieter Bohlen. Kenn ich nicht, wer ist das? Das ist so ein Schlagersänger aus den 80ern. Geil. Und der wird von 17-Jährigen gefeiert. Und der hat eine Castingshow und jedenfalls ist er ja an seinem Jury-Tisch auch Katja Krasavice, ne? Echt? Ja, die ist jetzt DSDS-Jury in der letzten Beste Staffel. Beste Sängerin, die sitzt da genau richtig. Die kennt sich aus im... Die kann gut rappen, komm. Katja Krasavice ist eine gute Rapperin. Ist egal, jedenfalls. Ich hab dicke Titten und sie blasen. Ist ein Banger. Mhm. Und es war eine Influencer, oder weiß ich nicht, so eine Reality-Show... Dame hat vorgesungen und so und Bohl meinte irgendwie, jetzt hast du dein Leben erreicht, hast erst Abi gemacht, dich durchschnudeln lassen, jetzt stehst du hier oder was? Und das wurde eben als harter sexistischer Angriff gewertet, was ich auch so sehe. Was geht denn, weißt du, er hat in den 80ern alles gefügelt, was nicht bei 3 auf dem Baum war, er macht jetzt hier so ein Slut-Shaming, was nicht mal stimmen muss, dass sie sich da durchfügeln lassen, keine Ahnung, selbst wenn, ist es egal. Und da gab es jetzt auch von RTL Statements, dass der Spruch nicht korrekt war. Sie haben die Stelle rausgeschnitten jetzt in der Wiederholung und bei RTL Now. Und Katja Krasavice hat auch jetzt einen Diss-Track gegen Bohlen gemacht. Oha. Und meint irgendwie, meine beiden Ärsche haben mehr Relevanz als alle deine Superstars bisher und so. Und hat richtig geflamed. Während sie immer noch in der Jury sitzt. Ja.
Hammer. Das ist gerade sehr spannend. Ich schaue DSDS nicht, aber das war so ein Thema, wo ich dachte, das ist schon cool und spannend. Ich weiß nicht, Dieter Bohlen sitzt da seit 20 Jahren, um genau diese Sprüche zu machen. Finde ich jetzt irgendwie gar nicht abwegig, dass das passiert. Nee, abwegig nicht, aber es ist halt nicht geil. Es ist halt jetzt einfach so komisch so von RTL. Huch, wie konnte das passieren? Ja. Dieter Bohlen sagt irgendwie, der Stimm-shamed, der Performance-shamed, der Auftritt-shamed, das sind alles okay. Ja. Das ist ja okay, wenn du sagst, du singst scheiße, du performst scheiße. Du klingst wie Kermit, wenn man hinten drauf tritt, hat er in der ersten Staffel gesagt. Das finde ich legitim. Kein Mensch kann was gegen seine Stimme. Naja, aber die sind ja wegen der Stimme da. Klar, die werden alle gelingt und so und es gibt dieses Forecasting, dann kommen die weiter, wenn die nicht singen können und treten dann vor die Jury als übelst die geilen Sänger, wo die gar nicht singen können. Das ist das eine, aber ich finde, für Gesangstalent geflamed zu werden, für Performance und so, Outfits, okay, aber nicht irgendwie, weil du Abi gemacht hast und danach hast du halt irgendwie eine sexuelle freie Zeit, so. Das ist doch, also eine... Das wäre süß, hätte er das so gesagt. Ja, ich bin der Dieter und du hast wahrscheinlich Abi gemacht und hast es dann eine sexuell freie Zeit und jetzt stehst du hier. Das wäre doch lustig gewesen, aber so, dass ich dich durchnudeln lassen, so dieses Shaming wieder, dass halt Frauen nicht viele Sexpartner haben dürfen, das ist halt wieder einfach 18. Jahrhundert so gefühlt. Ich weiß nicht, ob das in die Richtung per se geht. Also ja, da steckt natürlich dieses drin, die Frau wird genudelt und der Mann nudelt. Ist ja an sich richtig, aber also warum sagt man nicht, der Mann wird durchgenudelt? Aber ich glaube, das bezieht sich eher darauf, dass, oder? Also so habe ich es verstanden, dass sie sich quasi hochgeschlafen hat. Nein, dass sie es halt durchbumsen lassen hat von irgendwelchen Influencern und so und jetzt ist sie halt bei DSDS irgendwie. Ja, das, also ja, aber da sehe ich halt was anderes als es ist negativ mit vielen Leuten Sex zu haben, sondern halt so dieses deinen Körper benutzen, um aufzusteigen und nicht deine Talente. Ja doch, das ist... Ich glaube, das geht eher in die Richtung, so habe ich das verstanden. Das schwingt schon mit dass ich dich da durchnudeln lassen, das ist so richtig abwertend und das finde ich halt nicht gut. Er hätte ja irgendwie sagen können, du bist ja eh nur... Es ist abwertend, ich verstehe schon, dass das abwertend ist, aber siehst du nicht den Unterschied zwischen ja, und da hast du dich ja von 20 Männern rödeln lassen und ja, und dann hast du mit Sex versucht, dein Ziel zu erreichen. Also den Unterschied siehst du aber, da ist ein Unterschied oder? Drin, na klar. Okay. Aber ich glaube, das ist in beide Richtungen nicht okay. Also meine Englischlehrerin hat mir damals gesagt, und die war damals schon eine ältere Dame, die jetzt nicht die hübscheste ist, aber super Lehrerin, die hat damals gesagt, also es ist für mich auch keine Seltenheit, dass ich die Waffen einer Frau benutze. Das oh hat diese Englischlehrerin zu uns gesagt. Witzig. Und da haben wir uns alle so ein bisschen geekelt. Aber nichts gegen sie, die ist super. Hier, wir haben noch irgendwelche Rubriken hier, Serienmüll. Hast du noch eine Serie? Wir haben so viel über Serien gesprochen. Wir haben über The Last of Us gesprochen. Gut, schaut die euch alle an. Ich gebe euch noch die Discounter auf Prime. Das klingt nach einer deutschen Serie, ich kotze. Ja, es ist eine deutsche Serie, aber es ist eine Mockumentary. Okay. Das hat so ein bisschen Vibes von The Office. Also es ist halt, die Protagonisten sind sich bewusst, dass sie gefilmt werden. Und es ist aber irgendwie richtig gut gemacht, weil es gibt ein richtiges Drehbuch. Es gibt schon so irgendwie, dass es muss eine Szene passieren. Aber die können auch improvisieren, die Leute, machen die auch zum großen Teil. Und das Funny ist, ganz oft machen die sich den Gag, dass sie nur einem von den beiden noch extra Induktionen geben, von wegen, versuche ich mal zu küssen, so in der Szene. Okay. Es gibt so lustige Momente dann, also richtig toll gemacht. Und auch die Produzenten selber spielen da mit und auch Nora von Sixten und Peter Fox ist gastweise mit dabei. Also echt eine sehr liebevoll gemachte Serie. Vielleicht die Discounter auf Prime ist. Aber ich habe auf jeden Fall einen kleinen Bias gegen deutsche Sachen. Noch zwei Sachen im Schnelldurchlauf. Netflix hat angeblich aus Versehen eine neue Policy, von wegen du darfst dein Passwort nicht mehr teilen, veröffentlicht. Es gab einen riesen Shitstorm mal wieder. Das ist irgendwie, das ist alle 6 Monate passiert das. Hat dann wieder zurückgerudert. Wir gucken mal, wo das hingeht, weil die wollen scheinbar nicht mehr erfolgreich sein. Und das nächste ist, das ist schon am 23. Januar oder sowas gewesen. Ist ein bisschen her, aber ich wollte es hier trotzdem mit reinnehmen. Da wurde ein Amokläufer gestoppt. Ich habe den Namen nicht mal aufgeschrieben vom Amokläufer. Er hat aber mindestens 11 Leute getötet. Und von einem Brandon Tsai, T-S-A-Y, wurde er gestoppt. Und da gab es so ein geiles, virales Video, wie halt der so dem die Waffe einfach abnimmt. So, der steht da halt mit so einem Maschinengewehr und der andere Typ geht da rein, rangelt mit dem, nimmt ihm die Waffe weg und verhält sich dann so, der hat so diese Asian Dad Energy, sagen die Leute, so dieses, hä, du Trottel, du Kind, so dieses so, klappst auf den Hinterkopf, hä,
mach doch mal, verhalte dich doch mal angemessen, so dieses Ding mit diesem aktiven Amokläufer. Sehr witziges Video. Ja, die rechnen nicht mit solchen Amokläufern. Die denken, du hast, die haben eine Maschinenpistole, die haben alle Angst vor dir. Da kommt aber ein so ein Dude und macht dich richtig rund, damit rechnest du einfach nicht. Ja. Das ist wie mit so Bankräubern, die rechnen auch nicht mit Widerstand. Wenn du einfach sagst, nö, mach ich nicht, rennen die meistens raus. Also es gibt halt tatsächlich so Studien, ich habe jetzt keine Zahlen, aber es gibt halt echt viele Fälle, wo halt Bankräuber Pistolen hatten, haben die auch auf die Menschen gerichtet. Aber so 60%, glaube ich, waren es ungefähr, 70%, die wollen gar nicht schießen. Die nehmen das nur als Druckmittel. Und wenn die sagen, nein, mache ich nicht, dann rennen die wieder weg, weil die wollen keinen Ermorden. Also für Mord ist ja die Strafe auch wesentlich höher als für Eben, Überfall. Das denkt man gar nicht. Oder auch bei Vergewaltigung irgendwie. Das denkt man gar nicht, dass Mord härter bestraft wird. Ich habe so viele Leute ermordet, ich habe immer nicht, also... Rechnet man gar nicht mit. Ja. Oder bei Vergewaltigung, wenn Personen sich wehren, dann lassen die auch meistens wieder, also manche auch empfehlen, ja, du musst einfach aushalten und an was Schönes denken. Nee, am besten echt sich wehren, weil dann... Aber es macht ja erst Spaß, wenn die sich wehren. Kann ja, gibt's bestimmt auch, aber ich meine ja, ich habe auch da, glaube ich, mal gelesen, dass dann die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn du sich wehrst, dass er auch aufhört, der Vergewaltiger. Ja. Na gut, Tino, was geht bei der Woche? Wir müssen ja langsam zum Schluss kommen. Überziehen, gnadenlos. Ich fand es jetzt nicht so eine krasse Woche, wie gesagt. Tino, da muss ich vehement dagegen halten. Also dieser Twitch-Streamer Shitstorm, das Karriere-Ending wahrscheinlich, obwohl der nie was Schlimmes gemacht hat, außer halt das jetzt. Na gerade das macht das spannend. Wenn Logan Paul zum 100. Mal irgendwie die Leute bescheißt, ist es ja irgendwie normal. Das stimmt. Aber wenn hier Gronkh hat den Shitstorm. Gronkh, der liebste und beste Mensch. Das war der erste bisher, ne? Also ich würde schon mindestens bei einer 7 sein, tatsächlich. Machst du 7? Ist okay, 7 ist für mich okay. Aus dem Netz betrachtet so und diese ganze Streamer-Kultur. Und der Top-Post die Woche auf Reddit, von allen Kategorien, die es da gibt, ja, war ein Wrestling-Post. Und zwar ein Vergleich, ich weiß nicht, wer das war, wer da kämpft, aber zwei Damen, hier so eine von WWE. Bianca Belair und wer keine ist die Ahnung. Denn? Nee, das ist ein Ausschnitt aus Scary Movie 3. Ach so, okay, und die haben quasi diesen Kampf aus Scary Movie 3 nachgestellt und das war so ein Vergleichsvideo. Ah. Aber das Video wurde betitelt mit die WWE hat bald keine Ideen mehr, weil sie jetzt halt diese Choreografien klaut. Ach so. Die haben das eher aus Gag gemacht, okay. Nicht aus Ideenlosigkeit. Keine Sorge, Tino. Übrigens, ja, Wrestling-Podcast. Ja? Kommt noch. Stimmt. Mhm. Wir müssen noch die Playlist befüllen. Oh, und Bianca Belair, große Wrestlerin, die hat so ihr Gimmick ist, dass sie eine ganz lange Zopffrisur hat, mit der sie halt Leute schlägt. Richtig cool. Guck mal bitte, ob es die Slobbers gibt. Gib mal nur einen Slobbers. Das ist mit so P? Eine deutsche Doppel-B. Slobbers? Gibt's die? Das ist eine deutsche The Slobbers. Ja, gibt es. Das ist eine deutsche Ska-Punk-Band, die ich vor langer, langer Zeit mal in ein paar Videos verwendet habe. Aber dann hat die GEMA reingekickt bei denen. Die sind echt noch klein, cool. Ja, und die haben jetzt einen neuen Song gemacht, der jetzt hier leider nicht ist. Aber ich darf den verwenden in zukünftigen Videos. Und der wird auch nicht auf Spotify sein. Wir machen jetzt hier mal Don't Call rein. Ihr grüßt da geht es nämlich auch um Männlein und Fraulein. Und das ist ein Banger. Ich habe leider die halt nicht mehr verwenden können, weil Copyright hier, das Content-ID-System hat die immer erkannt und deswegen... Ich habe auch gelesen, dass diese VPNs, die es so gibt, dass die wohl auch diese Upload-Sperren wohl umgehen sollen. Also spannend, das zu dem Thema. Klar. Und ich habe einen Song wiederentdeckt und zwar gibt es bei YouTube so eine Reihe The Story Of, wo sie dann so die Geschichten von Songs erzählen, wie jetzt von I'm Blue, da Bidi, da Bidi und so und Who Let the Dogs Out und eben auch von, wie heißt der, Shaggy und wie heißt denn der andere, Rick Rock und so haben die den Song gemacht, It Wasn't Me. Das war ein riesiger Radiohit und die Plattenfirma hat den Song nicht gemocht und hat ihn nur aufs Album gepackt, wollte uns nicht als Single machen und irgendein Radiomoderator hat den Song einfach trotzdem draufgepackt ins Radio und es wurde auf einmal zum Riesenhit. Deswegen Shaggy und Rick Rock mit It Wasn't Me für die Playlist. Alright! Geiler Song. Dann, wo wir gerade von Songs sprechen, hörst du die Musik im Hintergrund? Oh ja, Banger. Ist die laut. Ich hab sie schon vermisst. Geil, Leute. See you next time. Tschüss. Und keine Düsseldeck mehr.